Hallöle, da sind wir wieder und wir haben schon eine Kleinigkeit gemacht. Und zwar haben wir, oder ich habe, drei Türen angebracht. Und zwar in jede Richtung eine. Einmal in diese Richtung, einmal in diese und einmal in diese. Und hier noch wollen wir noch eine machen in diese Richtung. Und dann später, wenn alles zugewachsen ist, werden auch was wird dann auch gemacht? Ja, da wird was gemacht. Ja, die Zäune werden dann entfernt und die kann man ja dafür was anderes gut gebrauchen. Mal schon ein bisschen Sand gesammelt, um das hier wieder zumachen können. Ja, nicht so besonders viel. So. Und es wird wieder dunkel, da können wir wieder irgendwas machen. Ein bisschen Schlägereien anzetteln. Wir können aber auch in den Untergrund gehen. Vielleicht doch noch mal was finden, was Wertvolles. Erstmal schauen, ob sich die Wissenschaftler hier im Dorf schon vermehrt haben. Wird nämlich langsam Zeit. Nein, es sind immer noch vier. Vier Wissenschaftler und sieben Golems zur Bewachung. Zum Schutz, nicht zur Bewachung. Das sind ja keine Gefangenen. Gehen wir ein bisschen draußen spazieren. Dann können wir gleich das Komische hier abholzen. Ach, das war nur ein Teil von dem Baum. Gleich mal schauen, wo die Tür auf dieser Seite ist. Und so wahrscheinlich auch mal dran vorbeigelaufen. Eine Spinne. Wusch. Oh, hier kann man noch durchgehen. Oh, ja. Oh. Noch einer. Buh. Und hier haben sie alles weggefetzt. Oh, Mann, Mann. Ein Werwolf, ein goldenes Schwert. Oh. Glück gehabt. Glück. Das ist doch das erste Mal, dass ich ein goldenes Schwert dabei habe. Das muss wieder dicht gemacht werden. Hat die Tür auch mit in die Luft gesprengt? Ja. Was mache ich denn? Eine Kiste, eine Werkbank. Ja, das wird eine ganz große Tür. Ja, das wäre auch nicht verkehrt. Ach ja, vielleicht in irgendeinem anderen Update. Das machen wir natürlich wieder zu. Ich habe nur nichts mehr zum Zumachen. Nur mal so ein Stück Holz. Es muss ja nicht schön sein. Hauptsache, es hält Besucher ab. Wir gehen aber trotzdem wieder raus.
Oh, ein Skelett. Na, wie heißt der Skeletor? Oder was ist das für ein komischer Typ hier? Eine Hexe. Oh, jetzt hat sie was geworfen. Ich weiß noch nicht was. Verlangsamung. Hallo, wer war das? Was hat sie schönes fallen lassen? Trank der Heilung. Na ja, gut, die Verlangsamung. Oh, das ist schon wieder so ein rotes Vieh. Langsam in Richtung dieser Höhle schlagen. Das muss mit dem grünen Pfeil sein. Ach, da zwei Köpfe. Nutzen aber auch nichts. Übrigens ist das das erste Let's Play, das ich mit dem neuen Rechner aufnehme. Nur mit dem Rendern wird es noch ein bisschen dauern, weil die meiste Software noch nicht auf dem PC hier drauf ist. Oder andere Sachen waren erstmal wichtiger. Und weil ich ja Windows 7 hier benutze, ist das auch eine schöne Sache, dass man hier eine ganze Zeit lang dauert, bis die ganzen Updates erstmal geladen wurden von 4 Jahren oder 5 Jahren. Ja, stimmt, im September oder Oktober 2009 ist Windows 7 rausgekommen. Ja, das Runterladen, das geht ja fix, aber das Installieren dauert. In der Zwischenzeit kann man kaum was anderes machen. Kann man ein bisschen im Internet stöbern, aber. Oder ein paar Let's Plays gucken. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die man erledigen muss. Feuerschutz, oh, das sieht aber alles nicht mehr gut aus. Also, wir müssen unbedingt auf den Weg machen da zu einer Mine oder einfach mal in die Tiefe gehen. Oh, die haben den Ball geschafft. Was hat denn der gefallen dann lassen? Etwas, was ich nicht aufnehmen kann. Obsidian. Aha, mit einem Stück kann man nicht viel anfangen. Hm, gehen wir mal Richtung Höhle. Trotteline. Oder was, der Trottel? Ja, man läuft ja auch gegen Kaktus freiwillig. So. Aua.
kommt man da trockenen Fußes hin? Ja, nee, kommt man nicht. Trotzdem voll. Ja. Manu. aber leise oder kann ich dann normal sein? Okay. Mhm. Dann fuchse ich mich einmal durch. Alles klar. Kommen die beiden mit? Ich glaube, dann darf ich nicht so schnell fahren. Der Abstand darf, glaube ich, auch nicht zu groß werden, sonst verschwinden sie. Oh, das passt ja. Schmeiß mal den weg. Das Ei. Höhle, 23, 27, das ist ja nicht mehr weit weg. Ich glaube, der Eingang war, glaube ich, oben irgendwo. Der Eingang muss auch hier irgendwo sein. Habe ich den nicht markiert? Das ist ein Service. Oder war der Eingang weiter unten? Ja, stehst im Weg. Das war eigentlich ganz gut markiert, glaube ich, oder? Da eine Fackel, da eine Fackel. So. Damit man das auch alles findet wieder. Kann man nur so blind sein? Nur die Löcher wieder alle zustopfen. Beziehungsweise das eine Loch da oben. Ja.
Ja. Ach so. Bleibt stehen. Bleibt auch stehen. Ich muss erstmal hier ausräumen. Holz. Goldene Apfel, nicht schlecht. Aber wollen wir im Augenblick nicht haben. Alles überflüssig erstmal rein da. Jetzt haben wir Feuer. Wo habe ich das denn aufgesammelt? Tja. Und falls ich irgendwie weniger Sachen drin hatte als bei der letzten Folge, liegt das daran, dass eine Folge kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich hier durch, da ist ein PC, da ist ein PC, da muss was dran gemacht werden, da muss was dran gemacht werden. Und dann war auf einmal die Folge nicht mehr da. Als Video schon, aber eben nicht mehr den Spielstand und so weiter. Ich weiß nicht, wo das abgeblieben ist. Und dann ist es hier ein bisschen später geworden. Und deswegen kann ich nicht mit geplanter Aufnahme arbeiten, sondern muss das morgen direkt hochladen. Zu der Zeit, wann das Video immer freigegeben wird, so ca. 13.30 Uhr. Und auch alles auf Anfang hat im Augenblick Sendepause. Das liegt daran, dass ich keine Zeit hatte, eine neue Folge aufzunehmen. Und dafür mache ich vielleicht Samstag und Sonntag 2. Weiß ich noch nicht. Weil ich mache das ja nicht so wie andere YouTuber, die dann 2, 3, 4 oder 5 Folgen hintereinander aufnehmen. Sondern ich nehme jeden Tag eine Folge auf für den nächsten Tag. Und da jetzt die Arbeit an dem neuen PC, das ganze Einrichten und so weiter, alles ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Obwohl das ja nicht ganz so schwierig ist wie früher, weil es sind ja alle Rechner bei mir vernetzt immer. Kann man so mal eine Datei von dem einen Rechner auf den anderen schieben oder kopieren, wenn man da was braucht. Aber trotzdem ist ja immer noch viele Sachen, die man neu installieren muss, und dann sieht man, ach, das war ja eigentlich nicht so toll, dann nehmen wir was anderes. Aber das Gute ist jetzt auch, dass ich jetzt zwei schnelle Rechner habe und dann kann ich auch mit beiden rendern, beziehungsweise mit dem einen das Bild rendern und mit dem anderen in der Zwischenzeit die Audiodateien bearbeiten. Jedenfalls das Rendern mit dem neuen Rechner geht auch noch viel schneller als mit dem anderen. Obwohl bei dem anderen hatte ich auch keine Probleme gehabt. Das waren auch bis zu 57 FPS pro Sekunde, die er gerendert hat. Dabei meine ich aber jetzt nur die Bilddatei. Ohne Ton. Und es geht noch schneller, wenn man dann die richtigen Programme dafür nehmen würde. Aber ich nehme lieber was Kostenloses. Und zwar MiGai. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal endlich was gefunden. Wie viel Eisen haben wir? 18 Stück. Das ist ja schon nicht schlecht. Und mit den Mods ist, glaube ich, auch irgendwas durcheinander geraten, denn ich konnte nicht auf dem Server spielen, wie es eigentlich geplant war, sondern ist jetzt auf dem normalen, nur im Singleplayer-Modus. Weil, gibt zwar die schöne Crash-Meldung immer, aber diesmal habe ich nicht rausgefunden,
woran es gelegen hat. Aufhören. Aufhören. Den restliche Kohle da rein. Jetzt hatten wir eben viel Glück gehabt. Mit Eisen. Probier es doch nochmal. Irgendeine andere Stelle. Oder wir gehen mal da runter. Halt ein höher 50. Kartoffeln müssen wir uns besorgen. Ja, aber ich zuletzt habe die Let's Playerin gesehen, die hat immer eine Glückskartoffel dabei und dann, wenn sie die dabei hat, findet sie immer Diamanten. Merkwürdig, merkwürdig. Vielleicht muss ich mir auch eine Glückskartoffel zulegen. Aber ehe ich euch hier weiter langweile mit Minenarbeit, mache ich erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Bonne Nuit.